Vielen Dank. Ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich suche jemanden, der verständliche Titel formulieren kann. Nein, also bei uns auf der Website steht noch Mitgliederverwaltung, Gemeinschaftslösung. Und ich denke, Mitgliederverwaltung ist jetzt nicht mehr so digitale Transformation, sondern eher noch EDV, wem das noch ein Begriff ist. Und auch Gemeinschaftslösung ist ein Begriff, der sich nie wirklich durchgesetzt hat. Nun sei es darum, was ich mit dem Titel eigentlich sagen will, ist Hitabito ist im digitalen Kontext mehr als eben reine Benutzer- oder Mitgliederverwaltung. Es ist auch ein Instrument, das eben weiter darüber ausgeht, Mitglieder im traditionellen Sinne zu verwalten, sondern wir nehmen unsere Benutzer mit, begleiten sie auf dem Weg der digitalen Transformation und unterstützen sie dabei nachhaltig und auch mit nachhaltiger Software natürlich. Ein nicht nur aus meiner Sicht dann zentraler Faktor sind freie Lizenzen dabei. Diese gewähren den Benutzern und auch unseren Kunden die wesentlichen Freiheitsrechte für die Nutzung und Weiterentwicklung des Codes und bieten natürlich auch die nötige Transparenz für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit Hitabito haben wir in den letzten Jahren die Grundlagen aufgebaut, dass unsere Kunden, Partner und auch Freiwillige die Möglichkeit haben, aktiv und offen und transparent am Entwicklungsprozess teilzunehmen, selber auch in Entwicklungen anzustoßen und diese gemeinsam zu finanzieren. Dabei werden sie unterstützt von einem Netz unterdessen von professionellen Partnern, die professionelle Dienstleistungen für Betrieb, Support, Weiterentwicklung anbieten und natürlich auch so Community-Events, Hackdays und so unterstützen. Neben den Strukturen und Prozessen für eine effektive Zusammenarbeit haben wir natürlich auch eine coole und tolle Community aufgebaut mit den größten Kinder- und Jugendorganisationen der Schweiz, Jungmachblau-Ring als Initiant, Fadi, Zefi, Kadetten und so weiter. Und auch wir haben den Blasmusikverband mit seinen Unterorganisationen, sind über 60.000 Mitglieder, welche auch wiederum Jugendorganisationen, Jugendmusiken haben. Wir haben eine Behindertenorganisation und mit der GLP und dem DSJ auch Organisationen im politischen Umfeld. Wir orientieren uns bei der Zusammenarbeit an Best Practices und der Forschungsergebnissen aus den Projekten rund um freie und Open-Source-Software. Diese sind zum Teil bereits über 30 Jahre alt, aber treffen voll eigentlich auch den Nerv der Zeit. Ich kann euch nur da ein paar Hashtags in die Ohren werfen. Es geht um New Work, Responsive Organisationen, Agile, Selbstorganisation, User-Centered Design, Customer-Driven Development, was auch immer, Business Model Innovation, Open Innovation, Smart City und jetzt natürlich auch das ganze Civic Tech, Civic Journalism, wo ich denke, das hat großes Potenzial, dass wir dort nach diesem Modell weiterarbeiten. Die Entwicklung in der Digitalisierung, aus meiner Sicht, immer stärkere Abhängigkeiten von sehr großen Anbietern, eine Polarisierung und dadurch auch Digital Divide und die Winner-Takes-it-all-Mentalität. Ich denke, es ist Zeit, dass wir das anders machen und die Selbstbestimmung fördern, digitale Grundrechte wahren und auch die Chancen der Digitalisierung nutzen. Nun, nebst dem Mann oder der Frau für nachhaltige und auch merkenswerte Titel suche ich natürlich Organisationen aus dem Umfeld eben von Civic Tech, Civic Journalism oder auch Smart Cities, die nach diesem Modell mit uns zusammenarbeiten möchten oder unser Modell kennenlernen möchten. Weiter vielleicht auch Sponsoren für eine Masterarbeit, wo ich eigentlich die Modelle, die ich bisher erarbeitet habe, so in CAS-Arbeiten zu einem großen Ganzen zusammen verdichten möchte. Und natürlich neue Kunden und Partner, die mit uns zusammen die Weltherrschaft erlangen wollen.